Was braucht ihr? Geht hier auf die Jagd? Auf den Ebenen vor Weißlauf wimmelt es nur so von Wild. Meine Dame, habt ihr eine Münze übrig? Seid ihr unter uns gewandelt, großer... Alas, nicht als Gott, sondern als Mensch. Doch ihr wart einst ein Mensch. Fangen die beiden schon wieder an? Ich wusste es. Immer in Bewegung bleiben. Bald kann er nicht mehr. Hey, ja. Aufpassen! Gebt auf, solange ihr noch könnt. Los, Nereva, leite mich! Auf was wartet ihr? Ja. Ein Kampf. Vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden. Lasst, ein Fremder betritt unsere Halle. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erweckt doch wohl nicht ernsthaft, sie aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und soviel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht, aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Mädchen? Das mag so sein. Wilkas hier wird euch prüfen. Wilkas bringt sie in den Hof und seht, was sie kann. Ja. Alter hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los. Damit ich sehe, wie es um eure Frauen bestellt ist. Keine Angst, ich werde es verkraften. Bei ist Neuankömmling aus. Nicht schlecht. Nächstes Mal mache ich es euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf.
denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Was führt euch her? Dann seid ihr wohl der Neue hier. Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Gut gemacht. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Seid ihr neu hier? Wie schon gesagt, das ist der Welpe, den Vilkas erwähnt hat. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Lasst das bloß nicht Vilkas hören. Denkt ihr, ihr könntet es mit Vilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ah, eine Frau, die ihre Taten für sich sprechen lässt. Ich wusste, dass ihr das gewisse Etwas habt. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Ein Neuling? Oh, hallo. Ich bin Farkas. Kommt mit. All diese jungen Hüpfer, die herumflitzen. Habt ihr Angst, dass jemand von ihnen euren Platz einnehmen könnte? Skjorn und Ayela ziehen mich gerne auf. Einige aber es sind gute Leute. Aber das ist sie fordern Bestleistung heraus. Was dann? Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Mit eurer Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Tilma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjor und Vilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Wir haben Probleme hier im Fürstentum Weißlauf. Nichts Weltbewegendes. Blutsauger, Vampire. Seid äußerst vorsichtig. Ein Biss und ihr könntet als einer von ihnen enden. Ich wusste, dass man auf euch zählen kann. Tut, was zu tun ist. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht.
Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvasker, solange ich zurückdenken kann. Seid ihr? Bereit für die Jagd heute Abend? Ist da. Es wird gut tun, dem Sonnenlicht eine Weile zu entkommen. Gehört habe.
unser Talos. Nicht als Gott, sondern als Mensch. Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja! Manche denken, ich habe auch nicht weniger von euch erwartet. Und wieder einmal wart ihr keine Enttäuschung. Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Keine Ahnung. Er will nur mit euch reden, bevor ihr etwas anderes macht. Ich mache ihn nicht gern wütend, aber es gibt Arbeit für euch, wenn ihr wollt. Wir können uns morgen darum kümmern. Da seid ihr ja. In der Tat. Eure Zeit, so scheint es, ist reif. Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Fragment von Wutrat zu finden ist. Mir schien er ein Narr zu sein. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. Es gibt einen feinen Unterschied zwischen Respekt und Stiefelleckerei, Jungblut. Aber mir gefällt eure Einstellung. Dies soll eure Prüfung sein. Wenn ihr euch gut schlagt, dürft ihr euch zu den Gefährten zählen. Farkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten, Welpe. Er wird euch alle Fragen beantworten. Enttäuscht uns nicht und passt auf, dass er nicht ums Leben kommt. Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Ich hoffe, dass ihr bereit seid. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist... So kann ich euch... Ich hoffe, dass ihr bereit seid. Sagt man mir zumindest. Mal sehen, ob ihr mich beeindrucken könnt. Also gut. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvas. Ich sehe alles, höre alles und weiß. Thank you.
Oh, was gibt es? Maik wünscht euch alles Gute. Nordruinen. Sogar älter als ich. Ob die Draugr noch genauso einfältig sind wie damals, als ich noch ein Mädchen war? Mir wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser aus dem Weg gehen. Jetzt weiß ich auch warum. Hier scheint jemand gegraben zu haben. Und das erst vor kurzem. Seid vorsichtig. Vorsicht bei den Grabsteinen. Ich möchte euch nicht auf dem Rücken zurück nach Jorvaske tragen müssen. Ja.
schön. Ich bin froh, dass ihr mir seid. Schaut nur, was ihr euch da eingebrockt habt. Keine Angst. Rührt euch einfach nicht vom Fleck. Ich finde den Auslöser schon. Was war das? Es ist Zeit zu sterben, Hund. Wir wussten, dass ihr kommen würdet. Euer Fehler, Gefährte. Welcher ist das? Das ist egal. Wenn er diese Rüstung trägt, stirbt er. Euch zu töten wird eine ausgezeichnete Geschichte abgeben. Keiner von euch wird lange genug leben, um jemanden davon zu erzählen. Ich hoffe, ich jage euch keine Angst ein. Ein Segen, der einigen von uns erteilt wurde. Wir können wie wilde Bestien sein. Furchteinflößend. Nein, nur der Zirkel hat das Bestienblut. Stellt eure Ehre unter Beweis, um ein Gefährte zu werden. Augen auf die Beute, nicht auf den Horizont. Wir sollten weitergehen. Die Draugr machen uns noch Probleme.
ich doch, dass ich etwas gehört habe. Nun. Hoffentlich sind das nicht alles Dinge, die ihr nicht gebrauchen könnt. Thank you.
es sich gut. Oh. Seid ihr gekommen? Das hätte mir geschafft. Was nun? Irgendetwas Brauchbares?
was nun? Nun gut, dann lasst mal sehen, was ihr da habt. Thank you.
ich doch, dass ich etwas gehört habe. Irgendetwas Brauchbares? Ihr meint, dass das uns nützen wird?
Ihr seid zusammen mit den Gefährten gesehen worden. Das nenne ich eine wirklich ehrenwerte Schwestern des Zirkels. Heute heißen wir eine neue Seele in unserer sterblichen Gemeinschaft willkommen. Diese Frau hat erduldet, hat herausgefordert und hat ihren Mut bewiesen. Wer wird für sie sprechen? Ich bezeuge den Mut der Seele, die vor uns steht. Werdet ihr eure Schilde zu ihrem Schutze erheben? Ich würde Rücken an Rücken zu ihr stehen. Auf dass die Welt uns niemals überhole. Werdet ihr ihr zu Ehren eure Schwerter erheben? Sie ist bereit, das Blut ihrer Feinde zu sehen. Und werdet ihr eure Krüge in ihrem Namen erheben? Ich würde als erster das Lied des Triumphes singen, während unsere Methalle in ihren Geschichten schwelgt. Dann ist das Urteil dieses Zirkels nun gefällt. Ihr Herz schlägt mit der Wildheit und Tapferkeit, die die Gefährten seit den fernen Tagen grüner Sommer vereint. Lasst es mit unseren schlagen, damit ihr Echo von den Bergen widerhallen und unsere Feinde mit Furcht erfüllen möge. So soll es sein. Nun, Mädchen, ihr gehört jetzt zu uns. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Sie kriegen meine Faust zu spüren. Aber euch mag ich. Wir könnten